Und willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Emerald und den Rest halt mit Razor und mir. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Wir sind gerade morgens früh Was soll denn das? aufgestanden, nur für euch. Ja, es ist 8.10 Uhr. Ich könnte locker weiter schlafen. So, wir haben ein bisschen die Pokémon gelevelt. Man muss dazu sagen, Ray hat sein Scribble im Endeffekt geschrottet. Ja, das seht ihr dann in der Trainingssession, wenn ihr euch die angeguckt habt, Mensch. Auf jeden Fall, dass sie die sich angucken. Aber ich meine, ich habe immer noch zwei Super-Pokémon und der Bobby-Ersatz ist klar die, ganz definitiv. Klar. Ja, total. So, wir haben 18 Pokébälle, wir haben Flash und nichts weiter. Achso, ja, doch, 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 da wollte ich noch was gucken. Ich habe einiges an Items noch gefunden, während ich die Trainingssession gemacht habe. Ah. Ih, was ist denn das jetzt? Was denn? Was machst du denn? Ich habe einen ganz bösen Ton drinne. Goll. Ih, was ist das? Egal, ich will mal kurz noch wohin. Du willst noch. Du hast übrigens. Ih, Alter, kommt das Rauschen von dir? Nein, das kann nicht sein. Es wird immer lauter, wenn du nichts sagst. Achso, ich habe die Maus schon wieder im Bild. Ganz komisch, du. Das ist, ich will jetzt aber auch die Aufnahme nicht abbrechen. Also müssen wir mehr quatschen. Wenn wir quatschen, ist es weg. Okay, okay. Durch. Und zwar möglichst ohne Viecher. Ach, Mann, haus wo, weg. Wo willst du eigentlich hin? Ach so, warum drücke ich eigentlich Hups? Warum drücke ich denn die Speed-Taste? Also ich will was holen. Du willst was holen. Ich will was holen, genau. Mann, das Rauschen nervt jetzt schon. Wo kommt denn das her? Ich raff das nicht. Ich weiß es nicht, du. Nein, ich kann mich auch ja, nicht. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme. Ich schalte mich kurz mal stumm, in Ordnung? Okay. Und weg ist es. Lol. Ich weiß aber auch nicht, wodurch das passiert, du ganz ehrlich. Hast du einen Wackler im Headset drin? Also ich hab doch Turbo Boots. Ja, ob du vielleicht einen Wackler irgendwo drin hast. Ich hab so manchmal höre ich dich auf der linken Seite dann nicht ab und an, aber ansonsten. Ah, vielleicht kommt es, vielleicht hast du. Alt. Da will ich doch gar nicht hin. Aber jetzt ich höre dich momentan auf beiden Seiten. Okay, ja, aber es rauscht sehr merkwürdig. In Ordnung. Ja, komm, komm. Komm. Ach, die Zerschneider, AM. Ja, genau. Okay, ja. Ja, na, den hast du uns ja geholt. Den Stein Stone Badge. Genau. So. Beziehungsweise. Theoretisch sollte mein Nutella? Ja, genau. Ja. So, damit hätten wir dann einen, der das kann. Achso, ja, er hat beim Training Fake Out gelernt, was auch immer das sein soll. Und Fake Nature Out Power. Ist, Finte oder so, oder? Ich weiß es gerade und ich google einfach mal, ich kann das ja während du aufnimmst. Okay. Und sorry an die Leute, die jetzt immer wieder aufstoßen, weil wir so Pokémon-Bobs sind. Das ist einfach bei uns so. Wie geil! Was denn? Ich kann mein Nutella als VM-Bitch gebrauchen. Perfekt. Mache ich das jetzt oder bringe ich Zapdos bei? Ich kann die doch später bei so einem scheiß NPC wieder vergessen lassen. Und Zapdos lernt doch sowieso die nächsten 40 Level nichts Gescheites. Wie heißt das Vieh? Nuts irgendwas, ne? Nutslot oder Nuts, wie auch immer. Oh, dein Rauschen geht mir auf Keks. Ist ja ätzend. Mensch, ich kann doch nichts dafür. Ach, ich missbrauch mein Zapdos. Es hatte eh noch einen Slot frei, also demnach. Willst du das wirklich? Das Zapdos? Ich hab's jetzt beigebracht und ich kann es später bei so einem doofen NPC. Ich weiß, aber trotzdem, falls du sonst eine Attacke haben willst. Nein, ist doch. Meine Güte. Also, dass das Rauschen war. Werden, so. Das Rauschen war ja gestern nicht da. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, woran es liegt. Also Fake Out ist Mogeldieb. Ah, war das nicht effektiv gegen Kampfviecher? Nein, das ist eine Normalattacke, du. Ach so, schade. Und Effekt Mogeldieb trifft nur, wenn es in der ersten Runde eingesetzt wird, in der der Anwender am Kampf teilnimmt. Die Attacke verursacht Schaden und lässt den Gegner immer zurückschrecken. Ach so. Das ist sehr gut, weil okay. dass der Gegner zurückzieht. Also hast du halt eine weitere Attacke. Oh, das ist jetzt unclever gewesen, aber das Vieh ist gleich tot. Okay. Ich will doch nur da hinten was kaputt schneiden.
will was kaputt schnipseln. Ach, du machst, ich habe das Gefühl, du willst dich, grandios... Oh, das, nein, da sind ja Trainer. Natürlich sind da Trainer. Ich will das, aber jetzt nicht leveln. Ich habe das Gefühl, du willst dich grandios vor der Höhle, davon schleichen. Vielleicht will ich das. Das ist ein Doppelkampf, ne? Denk dran. Dann da unten. Oh, warte mal. Ich hab, glaube ich... Nein, ich hab Zapdi drinne. Gut. Ja, Aber ich will nicht Zapdi drin haben. Ich nehme meine Kira. Im Übrigen... Ich will den Ball, ich will den Ball. Während unserer Trainingssession hat auch, Plasi ist nützlich geworden, hat Konfusion gelernt und, Erstauner. Und also, das ist auch schon wieder. Ja, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Das ist total... Wackel doch mal an dem scheiß Mikrokabel an deinem Rechner. Das ist kein Mikrokabel, das ist ein USB-Kabel. Dann lass dir was einfallen. Aber doch, nee, dann. Doch, ja. Wie ist das denn? Aber also, eben bei der Skype-Konfi war das ja auch nicht da, oder? Eben bei der Skype-Konfi? Ja, war das Rauschen direkt da, als wir die Skype-Konfi angefangen haben? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Also es ist mir nicht bewusst aufgefallen, ehrlich gesagt. Also nein, ich glaube erst nachdem du das Headset angesteckt hast. So, ich habe jetzt das Headset mal neu reingemacht, also in die Soundkarte. Es ist immer noch da. Das ist total verwirrend. Also sobald du dich stumm schaltest, ist es ja weg. Jojo. Deswegen. Das ist gerade aber auch nutzen für auch mich selbst, du. Ja, wir können ja dann nach der Aufnahme gleich gucken. Ja. Also Leute, in dem Part habt ihr mal ein bisschen Rauschen. So klingt das, wenn es technische Probleme gibt und wir trotzdem weitermachen. Nichts kann uns aufhalten. Kann ich mal kurz gucken? Ich schalte jetzt mal kurz auf 5.1 und guck, und du sagst mir, ob du dich doppelt hörst, okay. Ne? Okay. So, jetzt dürfte ich dich über den Lautsprecher hören. Also doppelt höre ich dich nicht. Ich mich auch nicht. Aber Gut. Das Rauschen ist immer noch da. Leise, aber es ist da. Es muss das Mikro sein. Mikro? Vermutlich. Weil wenn du dich stumm schaltest, ist es ja weg. Ist aber total merkwürdig auch. Notfalls, hast du so ein Gerät. Was für ein Ding? Du wirst immer leiser gerade. Gehst du gerade weg vom Tisch? Ich war gerade unterm Tisch. Ach so. Ist das nicht die Aufgabe der Frau? Eigentlich schon, ja. Bitte, aber gut, geht um sein eigener Fetisch. Wenn gerade keine Frau zu Hause stand, müsste. Ach ja, gut, okay, das ist dann... Ist dann doof, das stimmt. Aber ich verstehe das insofern nicht, weil wir hatten die Probleme ja vorher gar nicht. Nein, ich raff das auch nicht. Und ich habe ja auch, gar nicht. Wir haben eine Nummer bekommen. Von dem Kind! Von dem kleinen Jungen, der da war. Ach so, nicht von dem Mädel. Leiten wir an Bobby weiter. Ups, eins zu weit. Yay, ganz viele Beeren. Läuft ja eh nicht die Zeit. Warum pflanzen wir Beeren? Hat doch keinen Sinn. Stimmt ja auch wieder. Das ist ja der Nachteil an Emo. Wir haben keine. Ja, scheiß drauf. Ich meine, dauerhafter Tag ist ja auch geil, ne? Ja, ups. Ich meine, das Genialste ist ja eh, dieses Pokémon-Trainer-Dingens läuft den ganzen Tag da rum und wochenlang, monatelang und es hat. Es wird nicht dunkel! Nein, es hat auch keinen Schlaf! Ja, das stimmt auch wieder. Ist doch kein Wunder, dass diese Tosse irgendwann irgendwelche komischen Viecher sieht. Du willst aber jetzt keine Pokébälle kaufen, oder? Ich dachte schon. Haben wir noch eine. Wir haben keinen Fluchtschall, kann nur zwei kaufen. Oh ne, vergiss es. Ja, obwohl. Man weiß nie, wann man einen Fluchtschall gebrauchen kann. Magst du mal ein paar Potions kaufen? Potions? Tränke? Ja, hätt's nicht. Wir haben noch genug. Wer braucht Schutz heutzutage? Also ich möchte nicht in der Höhle drauf gehen. Ich meine, guck dir die Frau an einfach mal, ne? Also kaum haben wir wieder Kohle, schmeißt sie das ganze Geld raus. Wir hatten das Thema schon das letzte Mal.
ist jammer echt, nicht rum. Das ist echt unglaublich mit dir. Du sollst nicht rumjammern. Ich meine, also gestern hat sie von mir gehört, dass ich auf die Knie gehe, ne? Also das geht nicht. Du sollst nicht rumjammern, habe ich gesagt. Ich jammer nicht rum, du. Und dass du auf die Knie gehen sollst, das war in einem komplett anderen Zusammenhang und nicht im LP. Stell mich doch nicht so als Monster da. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Oh ja, total. Das ist... Ich meine, so, wer... So, darf ich wieder Speed drücken? Ja. Immer diese Speedschiffe. Sag mal, zählt die Stadt als Route? Nein, oder? Nö. Gut. Halt. Was fehlt mir? Sie hat doch dran gedacht. Interessant. Wobei, doch, also es kommt drauf an. Hey, du hast eben mal. Nein gesagt. Jetzt erzähl keinen Nein, Scheiß. Ich muss kurz gucken. Also wenn da was mit Route erscheint, dann ja. Aber noch so gilt das für die Stadt. Also das... Beaufort Town. Ah, okay, dann auch nicht. Siehst du? Überlass mir aber bitte auch einen Angelspot. Ich möchte gerne einen Pokémon fangen. Ja, ne, ich werde es hier nur in der Stadt versuchen. Wo ist denn die jetzt? Ach, da. Ich habe keine Ahnung, aber da. Gut. Ah. Dann. Not even in the Nee, nee. Ab in die Höhle. Du hast gar keine Lust mehr. Gut. Ich hab noch Zeit. Ich sag ja auch nichts, du. Wie heißt denn das Zeug? Da. Repel, Schutz, so. Jetzt stell dir vor, werden Pokémon, die stärker als deine sind, und die tauchen dann auf. Und jetzt setzt sie Blitz ein. Ha 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 ha! Egal. Rechts, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts. Links. Sicher? Hoch, links. Linke Richtung, ja. Ich glaube irgendwo links, runter. Runter, links, genau. Ich weiß es nicht mehr, ob ich rate so ungefähr. So, ach, haben du rätst, wunderbar. Also dann weiter links und so weiter, ne? Aha. Also ich sehe gerade nur Standbild. Ja, ich weiß. Hey, da geht's hoch. Genau. Da kannst du dann anlaufen, irgendwie. Du machst das. Ja, das sagst du so einfach. Oh. Ein Everstone, den hätte ich gebraucht, weil ich hatte ständig die Entwicklung von meinen Nidorinen abgebrochen. Oh, da war was. Siehst du? Okay. Wo? Das ist eine andere. Jetzt kommt die Preis. Ich glaube eine andere. Ah. Genau. Ah? Ah, du bist richtig. Das ist jetzt der Anfang. Und wer du springst da gleich runter. Wieso? Ach, die Ebene. So. Es Yay. Geht. Nein, das ist ja die gleiche Ebene, nur es geht darum, dass du nicht zuerst mal zu den Typen gehst. Oh, so. Stahlflügel. Jawohl, dich wollte ich haben. Aber die Frage ist, welchen Pokémon wird das beibringen, bitteschön? Das, was momentan keine vernünftigen Angriffe lernt. Ach stimmt, ja, Zapdos. Stimmt, ja. Ist ja ein Flug-Pokémon, so, ja. Also würde nicht gut passen. So. Ja. Wo habe ich denn die TMs? Da. Yes. Bin ich blöd, wo ist auch da? Es wäre auch keinen anderen Pokémon möglich gewesen. Ich weiß. Kann ich ja eh nicht vergessen, oder? Nein, okay. Meinst ah, Versuch was wert. Ja, du wolltest Zapdos ja... Ich weiß. ...diese gigantisch schnötzliche Attacke beibringen. Ja, mein Gott, ich habe gedacht, ich kann es einsetzen. Scheiß drauf! So!
daran erkennt man halt, dass wir Pokémon sind. So, soll ich runterspringen? Jetzt kannst du ja. Es gilt ja, ist ja eher eine Ebene hier. Deswegen. Oh, puh, ich hätte nochmal Schutz einsetzen sollen. Und was kommt? Yeah! Mighty Jena. No, ist not hella. Und wenn du jetzt drauf gehst, lache ich. Achso, stimmt. War ja nur in der ersten Runde. Genau, nur in der ersten Runde. Egal. Ansonsten wäre die Attacke OP, weil die immer, Attack Mist, okay. Ja, einfach aus... Wieso ist die... So, ja. Ordentlich und so. 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 Soll ich noch aus der Höhle raus, oder soll ich meinen Part einfach hier beenden? Weil ich bin jetzt... fertig. Ja, dann beend dort und es gut und alles. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's play Pokémon together. Bis dann. Tschüss.